mal über die Sachen reden, die hier in New Bordeaux passieren. Glaube ich, niemand hätte vorhersehen können. Abgesehen von meiner Wenigkeit natürlich. Da draußen scheint ein Gentleman rumzulaufen. Vielleicht hört er ja gerade zu, den die Polizei einen gewalttätigen Agitator nennt. Moment, gibt nicht ganz. Eigentlich nennt man ihn einen gewalttätigen schwarzen Agitator. Wie unser lieber Chief Earl Wilson sagt, die Neger brauchen eine feste Hand. Und man darf keine Angst haben, diese Hand, wenn nötig, auch zu erheben. Würden Sie nun alles verlieren? Lange nicht gesehen. Wie geht's? Na du? Hey Boss, gibt's denn heute was für mich? Ich hätte gleich erschießen. Ich muss diesen kubanischen Wichser treffen und ich verstehe keinen Ton von dem, was er sagt. Gottverdammte... Was gehört, wie es da drin so läuft? Gefällt dir das? Das geht doch nichts Gutes! Um mich zu verletzen, Bob? Wir haben einen Noch ein Mann am Bob. Ein Killer unter uns! Lauf weiter, Arschloch. Hä? Wo ist er hin? Schaff diesen nutzlosen Kadaver hier weg! Ich werde nicht aufhören, dich zu suchen. Das ist unser Mann. Hab ihn im Visier! Assi, hier drüben! Bewegt euch hinter ihm! Die Hunde! Ohne Junge! Nächste hat ihn kalt gemacht! Ich verstecke mich!
muss ich vom Acker gemacht haben. Der Wichser ist da drüben hin. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Er hat einen von uns erwischt. Vielleicht ist er hier drüben? Hä? Deine Zeit ist... Mein Morgenschiff ist härter als ihr drei zusammen. Stemmt ihr mich? Lenkt mir die Finger, hackt mir die Hände ab und ich mache euch Wichser immer noch platt. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln, wie ist das möglich? Du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm. Wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Hatte Angst, dass er regt Aufsehen, wenn ich rumrenne und mein Geld raushau. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber... Was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihnen. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja, er hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Row von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche, ja? Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar.
Hallo Lincoln, ich versuche immer noch die Bude hier wieder in Ordnung zu bringen. Überleg mal, mir etwas mehr Territorium anzuvertrauen. Was macht deine Mission, Marcano zu vernichten? Ich hasse es, um nass zu werden. Hoffentlich überschwemmt mir das nicht wieder den Keller. Man kann sich auf dich verlassen. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Georges Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und beschaffst uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen. Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Toretto's Leuten rauskrieg. Toretto hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Niemand kommt mit so einer Scheiße ewig durch. Die Dockarbeitergewerkschaft mag kein großer, nobler Betrieb sein, aber sie ist zuverlässig, solange die Leute arbeiten.
Stelle Sumpfradar hat es für uns alle versaut. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Hollow-Schnitten ran will. Verdammt, soll er deine Kleine mal vorbeischauen? Donner sagt, wenn sie rausfinden, dass... Habt ihr Jungs das auch gesehen? Nichts. Vielleicht da drüben. Scheiße, ist er da? Wo ist er hin? Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Thank you.
drüben. Weg von der Straße! Weg runter von der Straße! Die Bullen müssen davon erfahren. Ist aber ein Ehemann. Wir sind alle schon. Da! Schnappt ihn euch! Mit Blut.